Was sagt der Puls? Keine Ahnung, ich habe keinen mehr. 94. 94, sagt der Puls. Scheiße. Oi, die sind immer. Wieso? Ich will nicht, dass ich spinne. Haben, bitte. Da kommt schon wieder einer. Bitte, 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 lass mich mal Ruhe. Komm, ich guck euch auch gar nicht an. Wenn das Mondlicht die Schatten dessen wirft, was nicht da sein sollte, zögern selbst die Mutigsten, es sich genauer anzusehen. Kageona ist eine dieser eindringlichen Schatten, die Projektion einer jungen Dame, die nicht wirklich da ist. Sie ist harmlos, dennoch deutet sie darauf hin, dass andere Kreaturen an dem verwunschenen Ort erscheinen können. Aha. Dieses Spiel ist total schön. Liebe. In Deutschland gibt es keine einzige heimische Spinne, die für den Menschen gefährlich ist. Doch, doch, doch. Es gibt sogar giftige Spinnen in Deutschland. Und Elfe. Ich vermute, da kommt noch eine größer. Ja, du mich auch. Warum ist denn hier Feuer? Ich gehe da nicht rein in diesen. Muss ich da rein? Könnt mich alle kreuzweise. Ich meine, die Spinnen. Und alle, die mich gerade auslachen, auch. Oh nein. Oh nee, kann mich nicht einfach Meyers Morien kommen, bitte? Hier brennt jetzt auch Licht. Nee. Da sind auch überall Spinnen. Ich sehe es genau. Und ich habe kein Licht. Aber da ist doch schon eindeutig ein Spinnennetz an der Wand. Ja, und da unten auch. Nee, ihr könnt mich. Ich gehe da nicht rein. Das ist mir scheißegal. Ein Spinnenkiller bei DBD? Ich glaube, das machen die nicht. Es gibt so viele Leute mit Phobien. Ich wohne halt in der Gegend, da gibt es sehr viele Winkelspinnen und die sind schon sehr, sehr furchtbar. Da sind wir uns doch alle einig. Huch, schreck mich doch nicht so, Kind. Also an alle, die sich genauso von Spinnen getriggert fühlen wie ich. Ich bin euch überhaupt nicht böse. Wenn ihr den Stream vielleicht gerade, also vom Bild her vielleicht ausmacht oder halt wegguckt, was anderes macht und euch nur das Geräusch gebt. Weil es ist echt nicht witzig gemacht. Vor allem dieses, dass die auch noch Geräusche machen beim Laufen. Diese japanische Zither aus dem Hintergrund, die suche ich gerade. Vor allem wird die immer eindringlicher, je näher ich komme. Mensch, bin da jetzt und... Nein, da soll schon wieder eine Spinne durch den Flur. Die laufen auf mich zu. Ich will da nicht rein. Warum macht man denn sowas? Ich kann es nicht. Es tut mir so leid für das Mimimi, aber ich kann mich nicht beherrschen, wenn die auf mich zukommen. Mann, was mache ich denn? Ich kann das Gefühl ja schlecht abstellen. Die können nicht mal einfach auftauchen.
Ja, ich dachte, du erzählst mir jetzt was Neues. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Halt es für dich, die Geschichte. まるでこのおもちゃを持っていた女の子の存在を感じたかのように戦いの後に残るのは魂の抜けた体だけ。 Mann, wo ist denn diese blöde Zitter? Nee! Oh, das ist ein Kokon. Shit! Das ist ein riesiger Kokon. Oh Gott, der geht bestimmt zu, wenn ich da drin. Ich kann nicht. Ich habe den guten Controller in der Hand. Vielleicht sollte ich den austauschen, falls ich irgendwas um mich schmeiße. Ich gucke erstmal, ob ich irgendwelche Unterschiede sehe. Ich weiß es halt nicht. Die sehen genau gleich aus. Es gibt keinen äußerlichen Unterschied. Da sind zwei Monde. Oh, die gehen nach außen? Warte, die Monde gehen nach außen. Die geht nach innen. Aber ich kann jetzt bestimmt nicht rausgehen, weil mir jetzt irgendwas... Da ist ein Zettel. Jeder Kedaona. Jeder Mann, der diesem Geist begegnet, wird anfangen, unaufhörliches Gackern in seinem Kopf zu hören. Die schwächsten Männer werden sofort in Ohnmacht fallen. Die anderen werden das Echo des Gackerns unaufhörlich bis zum Tod hören. Als Vergeltung für das ganze Leben des Missbrauchs, das diesen alten Prostituierten erlitten hat, die sich nun in ein schreckliches Monster verwandelt hat. Nein! Ich glaube, ich weiß, mit wem wir es zu tun haben. Bitte töte mich nicht. Dafür brauche ich wieder einen Fluch. Also so ein Siegel. Leute, wenn ich mich jetzt da hinsitze und da krabbelt eine Spinne über mein Papier, dann ist vorbei. Ich würde mich niemals an diesen Tisch setzen. Wenn da jetzt nicht. Hontoni? Motto Inko Sagason. Okay, ich muss nach Tinte suchen. Nach Tinte. Tinte.
Könnte die Tinte dort sein, wo wir schon mal waren, wo ich meinte, das sieht aus wie so ein Schwämmchen? Nicht, dass ich glaube, dass wir noch mal in diesen Raum zu... Hallo? Ink? Ink? Püppchen? Shiny hat sich einen Burger, aber du hast es immer gemacht. Ich hasse das. Hallöchen, Ape Captain. Ich bin schon wieder heiser, ne? Das ist zu viel Spinnen. Zu viel Spinnen-Content für mich. Ich laufe jetzt einfach hier durch. Püppchen, rette mich doch. Puppe-chan. War die Puppe nicht hier drin? この人形は私のものだったのに。両親が戦場から拾ってきて、おじさんに渡す前のことだけど。このおもちゃが私の手に触れた時、友達のような親しみを覚えた。まるでそのおもちゃを持っていた女の子の存在を感じたかのように。戦いの後に残るのは魂の抜けた体だけ。 Hallo Püppchen. これでもう一度封印することができる。 Ich bin entspannt. Ich bin überhaupt nicht entspannt. Bitte hört auf mich anzufallen, bitte. Scheiße. くらすぎてほとんど何も見えない。 Wo war die Zitter nochmal? Warte. Alter, lass mich in Ruhe. Ich drehe mich gar nicht erst um. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Nach innen? Nach innen? Warum haben die jetzt alle nach innen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Sag Sonja, Hallöchen. Hi, wie geht's dir?
ist auch falsch. Mal. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? War richtig? Ha, es war richtig. Du bist einfach nur geraten, meine Güte. Ihr hättet mehr erwartet, ich bin froh. Es gibt noch jemand anderen. Kann ich jetzt hier durchlaufen oder geht das immer noch nicht? Doch, es geht wieder. Kleiner Kranich. Hätte ich den jetzt schnappen können, theoretisch? Wenn du so hoch fliegst, kann ich dich nicht fangen. Ich hab zugegriffen. Ich drück wirklich, wirklich, wirklich X. Ich drücke wirklich, wirklich, wirklich X. Sobald das Handsignal kommt, fasse ich es an. Vielleicht soll das so. Mobby mit mir. Ich mach das Saxonia, bis gleich. Jemand hat den kleinen Kranich getötet. Der Oni? Irgendwas hier hinter. Ah! Okay, das bin ich nicht gewesen. Ah! Ich bin irritiert, verstört und verängstigt. Alles gleichzeitig. Mein lieber Herr, bei allem Respekt, ich glaube nicht, dass Sie meine zukünftige Frau als Heilige behalten und, die Ehe beenden können. Sie ist nichts weiter als eine Frau, die einen so ehrwürdigen Mann wie Sie betrogen hat, um ihre eigenen Eltern zu betrügen und das Abkommen zwischen zwei Familien zu brechen. Naoko muss wissen, dass sie als Priesterin ihr Schicksal nur verschlimmern wird. Ich bin der beste Mann, den sie finden kann. Und wenn sie das jetzt nicht erkennt, wird es zu spät für sie sein. Ihr müsst Naoko von ihren heiligen Pflichten entbinden. Ich werde diese Frau heiraten, denn das hat ihre Familie versprochen. Das ist das Beste für sie und ich werde dafür sorgen, dass sie lernt, wie sich eine perfekte Frau zu verhalten hat.
Ich werde nicht länger warten. Wenn wir uns nicht einigen können, muss ich mit dem Herrn sprechen, der für das Heiligtum finanziell verantwortlich ist. Ich werde alles tun, um meine Frau zurückzubekommen. Ein hartnäckiger Samurai. Jemand möchte uns heiraten. Moment. Ich glaube nicht, dass sie meine Zukunft als Heilige behalten wollen. Ich glaube, er meint nicht Heilige, er meint Miko. Die Ehe beenden bzw. verhindern, ne? Sie ist nichts weiter als eine Frau. Sie hat sie betrogen und ihre eigenen Eltern zu betrügen. Naoko muss wissen, dass sie als Priesterin ihr Schicksal verschlimmern wird. Wir müssen Naoko von ihren heiligen Pflichten entbinden. Ich werde die Frau heiraten. Also irgendeiner will uns unbedingt heiraten. Da hinten ist ein Mann. Der uns zuwinkt. Also ich bin nicht so angetan davon. In der Idee. Aber vielleicht ist es ja ein Schnuckelchen. Wir gucken mal. Du bist eine Frau. Okay, du bist trotzdem ein Schnuckelchen. Was ist uns passiert? Oder was haben wir getan? Wir haben unsere Familie... Kenn ich! Ich räume auch immer so um. Wenn es mal wieder Zeit ist für eine Neudekorierung im Wohnzimmer. Alles klar. Lumière. Jetzt brennt's. Na, sag mal. Freundchen? Hallo? Okay, nicht hallo. Wir werden hier drin verbrennen. Geht doch. Aber da ist nichts drin. Beobachtet? Oh, Jason! Lord Voldemort in Rente, würde ich sagen. Der hat nämlich auch keine Nase. Genau das. Ich fühle es sehr. Ich würde auch so atmen, wenn ich keine Nase hätte. Ich soll da was malen? Muss ich die nicht erstmal be... Ach, jetzt verstehe ich.
Gar nicht so einfach mit Controller. Ich muss mir das größere Bild ansehen. Das größere Bild? Opa! Welches größere Bild? Ist das nicht richtig? Ich bin ehrlich gesagt... Ah, yes! Genau hinter mir in meinem Ohr! Wenn der Olle jetzt wieder seinen Wurm rausholt. Ich verstehe das. Ich dachte, ich muss das Bild hier schieben. Ich versuche immer noch herauszufinden, was genau wir jetzt hier eigentlich malen sollen. Also wir haben die Möglichkeit, so ein Raster zu malen, aber wir müssen nicht alles zumalen. Wir können. Ich habe keine Ahnung. Das macht mir Angst. Ich weiß es nicht. Hä? Das Problem ist, das ja, habe ich auch überlegt, nur zwei Striche runter. Hä? Links von mir macht jetzt auch irgendein grummeliges Geräusch. Was ist denn immer da? Welches größere Bild? Jedes Mal, wenn ich so einen Versuch mache, du bist so eklig. Es ist halt einfach wirklich Voldemort. Guckt euch mal die Zähne und die Nase an. Das ist bestimmt der Uni. Kommt bei jedem Fehler näher. Ja, den Gedanken hatte ich schon, ja, ja. Ich habe halt gedacht, das ist so ein Schiebebild. Ich verstehe auch nur Bahnhof. Dieses Bild hier kommt mehrfach vor, so, ne? Dieses Püppchen. Hier haben wir so ein halbes Püppchen. Der tötet mich jetzt bestimmt. Soll ich einfach mal so ein Püppchen nachmalen hier? Ich habe ja keine Ahnung.